Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Hase Bobby ist auch wieder mit dabei. Ich hoffe, ihr auch hier für die Trainingskranzspiel. Viel Spaß beim Üben. Ja, den kann man relativ gut üben. Wobei man natürlich auch sagen muss, ob man den in 5 Runden komplettieren kann. Ich habe ihn, glaube ich, einmal gespielt. Glaube ich, bin mir nicht sicher. Und nee, ich weiß es gar nicht. Also ich habe auf jeden Fall den Pilz irgendwie schon, aber ich glaube, das lag wirklich daran, dass ich den entweder in einem anderen krank gekriegt habe oder halt, ja, doch schon mal gespielt habe, ich weiß es nicht mehr. Ich würde wohl versuchen, erstmal hier, ja, den Fragezeichenblock ein bisschen nach rechts zu schieben und dabei halt die nach unten zu werfen, dass halt zumindest Mario frei wird. Und danach würde ich dann halt weiter gucken. Wobei, das fällt ja schon vorher runter, gell? Ah, okay, gut. Na, nicht so toll. Ein bisschen weiter rechts und da hätte ihn vielleicht am Flügel greifen können und dann wäre noch mehr runtergefallen, ja. Ich könnte natürlich auch sagen, gut, ich verschenke jetzt meine Runden. Na, wobei, diesmal nicht. So habe ich es gemeint, dass halt, ja, dass er den gleich hätte mit rüber greifen können, aber nicht zu wild. So, und man sieht irgendwie das Sprungbrett ist eigentlich auch so eine Gummimarke, die rumspringt, wenn man sie trifft. Ja, gucken wir mal, dass wir den Mario bekommen. Ich glaube zwar eher nicht, weil er eine andere Form hat am Rücken. Nicht reingreifen, sondern ich muss heute gucken, dass ich, ja, dass ich eigentlich genug Runden zusammen bekomme, sage ich. Aber ja, aus irgendeinem Grund stelle ich mich heute richtig dämlich an. Vermutlich, weil ich, ja, weil mir zumindest wieder, was ist denn heute los? Der greift in die Marken rein, anstatt er sich zwischen reingreift. Ja, so wie zum Thema, der Kran ist eigentlich relativ gut und dann versemmelt es so extrem. Naja, nicht so wild. Sollen wir eine Runde zusammenkriegen? Wobei ich heute sagen muss, es gibt... Ne, heute ist echt der Wurm drin irgendwie. Keine Ahnung, also so schlecht habe ich noch selten gespielt. Furchtbar. Was war das denn? Ich meine, ich hätte mindestens den Kran so komplettieren können, dass ich ja mindestens ja, nur ein, zwei Marken übrig bleibe, aber so... Das war ja lächerlich. Aber gut, nicht zu wild. Ob mir jetzt einen Bonus bekommen hätte oder nicht, das wäre dann, glaube ich, auch egal gewesen. Der einzige Vorteil wäre gewesen, dass ich halt für morgen wieder genug Marken hätte. Aber ja, da bin ich natürlich selber schuld. Wenn man ein bisschen zu früh, ein bisschen zu spät loslässt, dann, ja, dann kann man nicht darauf hoffen, dass der Kran auf gut Glück greift. Muss schon ein bisschen Timing dabei sein. Ich hoffe, dass das Timing zumindest hier jetzt bei den eigentlichen Kränen funktioniert. Ich habe einen Kran, nicht die Prinzessin, diesmal nicht. Den ich halt stattdessen spielen könnte. Und es gibt zum Beispiel auch hier, wenn man es jetzt hier so sieht, ich mache nichts und die Marke kriege ich trotzdem. Na komm. Was mich hier bei diesem Kran ein bisschen stört ist, man sieht ja, am Anfang ist die fest, die Marken rutschen nach rechts und lockern das und dadurch, dass es eine runterrutscht, rutscht das hier quasi in die Lücke rein. Man muss irgendwie, also vorher halt wieder resetten, dass das Ding oben steht, wenn man die Marken hier versucht wegzugreifen, dass man es einfacher hat zu greifen, dass man das nicht vorher macht, weil so zu greifen, hat man natürlich ein Problem. Ja, und wenn ich den spielen würde, wenn ich genug Grund hätte, würde ich halt hier versuchen nach links zu gehen, dass ich die Marken lockere, gleichzeitig die Blume hier greife. Vielleicht fliegt dabei noch hier die, ja, das Windrad um. Wäre natürlich nicht so gut, wenn es hier drauf landet, aber auch nicht so wild, dass man dann mit der zweiten Runde hier das Windrad greift und vielleicht jetzt noch mit runterwirft. Und dann mit der dritten Runde das rauszieht, dass halt hier alles runterfallen kann. Theoretisch. Natürlich auch die Frage, was, wenn man hier links alles runterwirft, dass dann halt das schon vorher lockert. Das ist halt immer die Frage. Aber ich wollte eigentlich weniger Erklärung machen, als vielmehr nochmal gucken, was ich spielen könnte. Das hätte man vielleicht mit 2 oder 3 Runden spielen können. War dann halt so der Gedanke da. Den hätte ich mit 2, vielleicht 3 Runden spielen können, dass ich hier so auf ja, Yoshis Nase greife, also einen Runden drücke, dass er halt nachher nach unten rutscht, so nach rechts. Und dass er dabei halt alles mit Locken lockert. Im schlimmsten Fall bleiben die 2 fest und dann müsste man eine zweite Runde nutzen, deswegen sage ich ja 2 bis 3 Runden. Und ansonsten haben wir hier wieder ein bisschen Mario Party, den hier mit 4 Runden. Die habe ich immerhin komplett. Den hier eigentlich auch eher mit 4 Runden, dass man glaube ich hingeht, hier greift sich die mittlere Marke, sofern er sie halt auch über diese Marke drüber hebt. Dass man hier 1 mit der runterwirft, 2, 3 und 4. So die Theorie. Und den habe ich ja einmal bei einem, ja, einmal versemmelt, als ich ja mit 2 Runden versuchen wollte, den zu komplettieren. Habe dann gedacht, ja gut, ich habe noch das Training vor mir und dann habe ich im Training keine Runde bekommen. So, und das ist der Kran, den ich gerne spielen würde heute. Und zwar, dass ich einfach gemütlich versuchen würde, dass ich halt hier die Marke bekomme. Kann das sein, dass sie mir vorher runterfällt.
Aber so, die Theorie wäre halt, ich greife die Marke hier, die lockert sich, wird vermutlich hier runterrutschen oder vielleicht hier drüber, je nachdem. Und dass ich halt die drei Marken dann noch mit runterwerfen kann. Und ja, dass man halt zumindest die Marke hier weg hat, das wäre so die Idee. Falls nicht, auch nicht so wild, aber ich habe keinen anderen Kran, den ich sonst spielen könnte. So, und ja, dadurch, dass es Eis ist, hat man zumindest den Vorteil, dass er die Marke rüberhebt, aber okay, das ist nicht gut. Hm, natürlich jetzt die Frage, ob es daran gelingen hat, dass ich nicht nah genug an die Wand gekommen bin, oder ob das jetzt extra so gemacht ist, dass solange die Marke hier ist, dass man die Marke nicht bekommt. Ja gut, wir brauchen nicht runter zu scrollen, das war nur die Fahne, die runtergefallen ist. Ja gut, dann haben wir wieder was gelernt. Diese Marke kriegt man nicht mit einer Runde. Dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badger Arcade Training sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Ihr könnt mir immer schreiben, wie bei euch das Training abgelaufen ist. Also bei mir, das war ja lächerlich schlecht. Also da hätte ich locker noch 2-3 Marken bekommen können. Vielleicht sogar komplettieren, wenn ich es richtig gemacht hätte, aber keine Ahnung. Bin halt ein bisschen verpeilt heute. Aber gut, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.